Liebe Solingerinnen und Solinger, liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, wir feiern 650 Jahre Solingen, alle zusammen, am Wochenende vom 23. bis 25. August. Am Freitag direkt freue ich mich drauf, mit Hunderten von Schülerinnen und Schülern in unserer Innenstadt gemeinsam zu feiern. Und Freitagabend dann DJ Topic mit den Bergischen Symphonikern zu einem einmaligen Open-Air-Konzert. Samstag dann direkt das Fest Leben braucht Vielfalt auf dem Fronhof und alle unsere Partnerstädte werden auch mit dabei sein. Und so geht es das ganze Wochenende lang. Ich freue mich drauf. Ich bin dabei, seien Sie auch dabei, wenn wir gemeinsam 650 Jahre Solingen feiern. Ein Fest, das wir so schnell nicht vergessen werden. Diese Aussage ist gealtert wie Milch. Anders kann man es wirklich nicht beschreiben. Ihr habt bestimmt alle mitbekommen, was in Solingen passiert ist. Ich gebe euch hier nochmal einen kleinen Abriss, wie es aktuell aussieht, was passiert ist und wie weit die Tätersuche beziehungsweise die Situation um den Täter ist. Wie ihr gerade gehört habt, handelte es sich in Solingen um ein Stadtfest, was das ganze Wochenende laufen sollte. Ist jetzt abgesagt, findet nicht mehr statt. Und warum das Ganze? Isa Ail H. ist der Täter gewesen, der gefasst wurde. Und wo wurde dieser liebe Herr gefasst? Es handelt sich um einen 26-jährigen Syrer, der in einer Flüchtlingsunterkunft von der Polizei gefasst wurde. Dieser hat am Freitag bei 3 Menschen die Lichter erloschen. 8 weitere wurden von ihm verletzt, teilweise extrem. Laut Focus Online ist der liebe Herr aus Syrien 2023 eigentlich abgeschoben worden nach Bulgarien. Der Termin stand fest, aber vor der geplanten Abschiebung tauchte der Syrer für mehrere Monate unter, bevor er dann wieder bei einer Behörde sich meldete und daraufhin wurde er in eine Flüchtlingsunterkunft nach Solingen Innenstadt gebracht und dort untergebracht. Die Polizei hat dort die Hülle des Tatwerkzeuges gefunden, wo wahllos mit auf dem Stadtfest rumhantiert wurde, um es mal so zu sagen. Also wir haben in Solingen einen Menschen, der übrigens diese ganze Tateinheit wurde von der sogenannten Gruppierung mit dem I und S für sich geclaimt. Also wir haben eine religiös motivierte Tat. Das Ganze hätte man über die Täterbeschreibung bereits ein bisschen einschränken können, aber nein, uns wurde in den Medien Folgendes berichtet. War das ein Anschlag, den man verübt hat, weil man beispielsweise vielleicht gegen Ausländer ist? Also da gibt es diverse Möglichkeiten, die dahinter stehen. Das ist natürlich irgendwie an den Haaren herbeigezogen. Aber willkommen im öffentlichen Rundfunk. Und wenn ihr jetzt glaubt, ja, die Leute sind alle geschockt und da wird sich etwas ändern. Nein, es werden jetzt Satzbausteine von Politikern durch den Raum geworfen, wie es auch bereits nach der Tat bei Rufen so war, also bei der Tat in Mannheim, es wird nichts passieren. Gar nichts. Und dann wundern sich die ganzen, gerade öffentlich-rechtlichen Medien, warum die AfD so stark wird. Aber ganz wichtig, in Solingen wird heute um 17 Uhr eine Demo gegen rechts stattfinden. Das ist natürlich ganz wichtig. Wir sind in der Epoche der Lacksäufer und wir sind jenseits des Lackes. Aber den Elefant im Raum möchte ja keiner ansprechen. Diese Tat geht auf das Konto von Nancy Faeser. Dieser Mann hätte nicht mehr in Deutschland sein dürfen. Eine weitere Tat, weitere Familien, die mir absolut leid tun. Und mein Beileid an alle Familien und alle Freunde, die irgendwie, die dabei waren, die Opfer geworden sind, die Leute kannten, denen es jetzt nicht mehr gut geht. Es ist traurig, dass die Politik nichts dagegen tut, dass die Bevölkerung in Deutschland geschützt wird. Hier auch nochmal ein kleiner Ausschnitt aus der Pressekonferenz der Polizei. Und insofern muss jeder auch mit sich das klar machen und ausmachen, ob er beispielsweise zu Festivitäten geht, ob er zu Fußballspielen geht, ob er im öffentlichen Personennahverkehr unterwegs ist. Wo ich mir dann denke, ja, also Bevölkerungsschutz in Deutschland, schwierig. Ihr müsst ja selber entscheiden. Geht ihr noch raus? Geht ihr noch, fahrt ihr noch mit der Bahn? Geht ihr noch auf Stadtfeste? Weil für die Sicherheit vor Ort kann halt nicht mehr gewährleistet werden. Wir sind irgendwie ein gescheiterter Staat, wenn es darum geht, die Sicherheit der Bevölkerung hochzuhalten. Es ist sehr traurig, und ich persönlich kann es nicht nachvollziehen, wie hier alles relativiert werden kann.
Relativierung ist das Mittel der Wahl der Politik, statt die Probleme anzusprechen. Wenn der Mann abgeschoben werden würde, die Grenzen gesichert werden, hätte man das alles verhindern können. Aber ihr könnt ja das nächste Mal eure Bingo-Karte rausholen und Einzelfall traumatisiert und Demo gegen rechts abhaken. Es ist traurig, es wird sich nichts ändern und ich sage euch eins, das wird nicht der letzte Vorfall in Deutschland gewesen sein. Der Zeitpunkt für diesen Vorfall ist natürlich für die öffentlich-rechtlichen Medien, sagen wir mal, ein kleines Desaster, weil am 1. September die Wahlen im Osten sind, in zwei Bundesländer, in Thüringen und in Sachsen. Und ich kann ja jedem nur empfehlen, dort wählen zu gehen und sich zu entscheiden, möchte er die Vielfalt oder die Sicherheit haben. Ihr habt die Wahl, ihr habt die Daten auf dem Tisch. Ihr wisst natürlich, dieser ganze Vorfall war natürlich nicht gegen irgendwie Ungläubige gerichtet. Nein, er war natürlich ausländerfeindlich motiviert, wie es uns natürlich die Medien eintrichtern wollten am Anfang. Das südländische Erscheinungsbild hat natürlich nichts mit dem zu tun, wovor vielleicht einige Parteien wie beispielsweise die AfD gewarnt haben. Aber wichtig ist natürlich, der AfD niemals Recht zu geben. Dieser Mensch hätte nicht in Deutschland sein müssen. Dieser Mensch hätte abgeschoben werden müssen. Und ich verstehe überhaupt nicht, wie man, wenn man abgeschoben wird, untertauchen kann, danach sich bei den Behörden melden kann und daraufhin in eine Flüchtlingsunterkunft kommt. Also in meinen Augen, wenn jemand abgeschoben wird, sollte doch der Staat auch hingehen und jegliche Leistungen einfach herunterfahren. Und dann wird dieser Mensch von ganz alleine das Land verlassen, weil wenn keine Alimente mehr kommen, dann hat man es ja in Deutschland auch relativ schwer. Und dementsprechend würde man dann den Anreiz natürlich auch setzen, die Menschen des Landes zu verweisen, vielleicht auch ganz ohne das Einwirken der Polizei. Aber es kann ja nicht sein, dass wir in Deutschland keinerlei Kontrolle darüber haben, wer hier ist, wer ins Land anreist und wer abgeschoben wird. Also Kontrolle der Polizei ist nicht mehr vorhanden. Die Politik unter Nancy Faeser findet das gut. Wie gesagt, es wird jetzt viel darüber geredet. Man muss etwas tun. Man muss da sehr erschrocken sein. Man muss da jetzt die volle Härte des Gesetzes zu spüren lassen, den Täter. Ja, so wie der Olaf Scholz damals sagte, es muss jetzt im großen Stile abgeschoben werden. Ihr erinnert euch vielleicht noch, ist genauso passiert. Oh, wait, gar nicht. Tja, was soll ich sagen? Es ist traurig, es tut mir sehr leid für alle, die da irgendwie involviert waren, aber das ist halt das beste und neue Deutschland, in dem du und ich scheinbar gerne leben. Weil es gibt immer noch sehr, sehr viele verstrahlte Leute, die sich dann eine linksgrüne Partei an den Hals werfen, diese wählen oder beispielsweise auch denken, dass die CDU, die das Ganze zu verantworten hat, die Situation bestimmt zukünftig verbessern wird. Ihr dürft selber entscheiden. Informiert euch, guckt euch an, was andere Kanäle dazu beitragen und ich gehe weiter zur Bienenfrage. Tja, wenn man einem Imker sagt, was hältst du von türkischem Honig, dann denkt er natürlich nicht an das Gebäck, was in Richtung Nougat geht, sondern redet halt über Honig aus der Türkei. Das ist natürlich auf meine Kappe gegangen, sorry dafür. Ich kann euch sagen, dass das nichts mit Honig zu tun hat. Weil Honig hat eine ganz besondere Eigenschaft. Und zwar, wenn Honig an der frischen Luft ist und die Luftfeuchtigkeit über 50% ist, dann nimmt Honig Wasser in sich auf. Wenn die Luftfeuchtigkeit unter 50% ist, dann gibt Honig Feuchtigkeit ab. Das würde also bedeuten, wenn man festen Honig irgendwo lagert, ich sag mal in einem Raum, dann würde dieser Honig das Wasser aufnehmen und relativ schnell verderben. Dementsprechend gibt es Honig in fester Form niemals bzw. generell nicht unverpackt, weil dieser dann sich überhaupt nicht lange hält. Es kommt natürlich darauf an, wie die Luftfeuchtigkeit ist, aber beispielsweise in Deutschland ist die Luftfeuchtigkeit in Innenräumen sehr, sehr häufig über dieser Schwelle von 50% und dann sieht es für Honig leider extrem schlecht aus. Ich entschuldige mich für dieses Missverständnis, aber das passiert leider und ich kenne mich leider mit Süßigkeiten nicht ganz so aus. Entschuldigung. Aber so konnten wir das Thema ja doch noch vernünftig behandeln und abschließen. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit und schreibt mir doch mal in die Kommentare, was ihr darüber denkt. Hat Deutschland die Kontrolle verloren oder weiß die Politik ganz genau, was sie tut?